Hey ho, meine Lieben, heute geht's um Leberkäse. Wir werden Leberkäse testen. Jawohl! Und zwar Leberkäse von myleberkäse.de. Ja. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe das Auspackerl gestern schon gemacht und in diesen Auspackerl kommen auch diese zwei wunderbaren Leberkäse raus von myleberkäse.de. Das ist die Metzgerei Anton Frisch GbR aus Wallersdorf. Ja, ich bin angefragt worden, ob ich nicht mal Leberkäse testen möchte. Da habe ich gesagt, klar, her damit, warum nicht? Mach mal ein bisschen Werbung für dich. Ich hoffe, dass vielleicht auch, wenn er gut ist, wissen wir jetzt noch nicht, vielleicht dann auch jemand bei ihm bestellt, besonders vielleicht unsere norddeutschen Freunde. Für die dürfte es besonders interessant sein, weil wir wissen es ja alle, in Norden kommt man schlecht an bayerischen Leberkäse ran. Aber das ist die neue Möglichkeit, Leberkäse zu bestellen. Das Besondere ist, man kann den Leberkäse sich so zusammenstellen, wie man möchte. Das machen wir aber nachher noch am PC. Ich filme dann einfach den Monitor mit ab und da gehen wir das Ganze ja mal schnell durch. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, kommt erst das Auspackerl. Dazu gehen wir darüber. Da haben wir das Paket. myleberkäse.de. Ja, und dann würde ich mal sagen, schauen wir rein, gucken wir uns an, was mir der Anton alles zugeschickt hat. Ich habe einfach gesagt, stell mal was zusammen. Ja, und probiere ich das mal aus. Besonders interessant dürfte das hier natürlich für unsere Freunde aus dem Norden von Deutschland sein. myleberkäse.de, Leberkäse nach deinem Geschmack zum Selberbacken. Backanleitung ist auch dabei. Weil bekanntlicherweise im Norden von Deutschland gibt es da ja nicht so viele Möglichkeiten an Leberkäse ranzukommen. Deswegen sagte ich, ja, besonders für unsere Freunde im Norden. Ja, also von der Verpackung doch recht gut. Das werden wohl die bayerischen Schnitzel sein. Da bin ich auch drauf gespannt. Da bin ich mal richtig drauf gespannt. So. Was haben wir hier jetzt alles Feines drin? Wir haben hier, das ist eine Anleitung. Das ist nochmal eine Anleitung zum Fertigbacken. Muss ich hier, er hat mir extra noch geschrieben, die haben es vergessen zu etikettieren. Ein Leberkäse ist mit Tomatenflocken, Mozzarella, Oregano und einmal ein Zwiebelleberkäse. Also dann ist das, hier sehe ich was, das ist wahrscheinlich der mit dem Oregano und Tomate, Mozzarella. Und das wird dann der Zwiebelleberkäse sein, rein theoretisch. Naja, das gibt Überraschungsleberkäse, jawohl. Ja, um Himmels Willen, was hast man da noch eingepackt, Geiles? Jetzt habe ich das verstanden. Als bayerischer Schnitzel, Leberkäse nach deinem Geschmack. Dann ist einmal als Zugabe Hinterschinken gewürfelt, mild gepökelter Hinterschinken. Zwiebellauch, würzig aromatisch. Emmentaler Würfel. Das müsste dann der sein. Weil hier sind Würfel drin. Dann ist der hier, Leberkäse nach deinem Geschmack, Tomatenflocke,
Tomatenflocken, rote bis gelbliche, ca. 10 mm groß getrocknete Tomatenstücke, Mozzarella gerieben, also die Leberkäse kann man sich selber zusammenstellen, Oregano gerebelt, würzig, aromatisch, herb. Aha, okay. Ja. Ah ja, und dann ist das der fertige Zwiebelleberkäse. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Aber Leute, das war's heute. Leider für heute schon. Aber für euch geht ja das Video durchgehend weiter. Ach komm, käm noch schnell auf mich. Ich bringe das jetzt aber erst in die Kühlung, damit wir die Kühlkette nicht zu lang unterbrechen. Und morgen werden die auf dem Grill rausgebacken. Ja, ihr seht es, ich bin schon in Werkstattmontur. Ich muss noch hinter und wir haben von gestern noch massig Essen übrig vom Griechen, weil wir hatten gestern was zu feiern. Wir sind ein paar losgeworden. Ja, und das Geile ist, jetzt kann von Schatzi die große Tochter mit den Kindern und Mann unten ins Haus einziehen. Yeah, die Familie wird wieder komplett. Ja, und ich finde den Spruch geil. Wenn der Leberkäse spricht, hat das Würstchen Pause. Mhm. Also, wie gesagt, für euch geht es ja jetzt gleich weiter. Und ich freue mich dann auf morgen richtig auf den Leberkäse. Ich denke, dass wir auf alle Fälle in diesem Video einmal noch kurz auf die Internetseite schauen von myleberkäse.de. Und, oh, geiler Käfer, geiler Käfer, geiler schwarzer VW Käfer, aber hallo, da fange ich gleich zum Träumen an, ja, ein schwarzer VW Käfer, wohlgemerkt. Ja, okay Leute, Cut, nächste Szene, für euch geht's einfach weiter. Und im laufenden Video gehe ich gleich wieder zurück. Ja, ich mache die jetzt auf zweierlei Weise. Einen mache ich auf dem Gasgrill draußen und einen mache ich im Backofen. Und dann schauen wir uns auch, Katz, geh runter von meiner Tastatur. Und dann schauen wir uns auch an, ob es da Unterschiede gibt, wie er im Grill aussieht und wie er aus dem Backofen aussieht. Ich denke, das ist auch eine, ja, vielleicht einmal ganz interessant, sag mal so. Gut, dann würde ich sagen, ab im Backofen, ab auf den Grill. Attacke! Oh, teilen kann ich mich jetzt nicht. Also ein Kilo ist schon ganz erbrocken. Hier steht ein Kilo bei 130 Grad, 90 Minuten Ober- und Unterhitze. Gut, ich lasse den Leberkäse hier jetzt bei Schatzi. Die hat den Backofen schon eingeschalten. Und Leute, wir gehen jetzt raus und tun den anderen Leberkäse auf den Grill. Auf dem Grill heißt heute mal wieder auf dem Kobinox. Das ist ja das Einfachste. Lass mal unten aufdrehen. Hier habe ich schon zum Entkoppeln diese Ikea-Halter unten runter und eine Schale. Da kommt der Leberkäse dann oben drauf. Tja, und dann gucken wir mal, wie warm das ganze Luder heute wird. Ob man nicht noch Mittelbrenner ausmachen müssen oder so. Jetzt gucken wir einfach mal. 130 Grad wollen wir. Ich glaube, ich lasse die mittleren erst einmal aus. Schauen wir mal, mit, auf wie viel Grad er kommt mit den äußeren Brennern. Ja, aufheizen. Jetzt bin ich wirklich gespannt, aber ich denke, die 130 Grad schaffen wir locker mit den äußeren Brennern. Ist ja schön warm heute. Ja, beim günstigen Grill muss man da halt drauf achten. Aber egal, ich habe nur den. Aber an dieser Stelle möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ein schönes Gewinnspiel bei mir läuft. Es geht um ein Grillei. Naja, vielleicht werden es ja auch zwei Grilleis, was ich da verlos. Schaut euch das Video an und macht es noch mit. Ihr habt noch bis Sonntagabend Zeit.
ja, so, ich glaube 19:30 habe ich gesagt, mache ich die Auslosung. Und ja, halbwegs richtige Antwort, seid ihr dann schon im Lostopf mit drin. Ist nicht schwer, sollte fast jeder erraten können. Zumal ja schon so viele Antworten da sind. Ja, okay. Macht's noch bei dem Gewinnspiel mit. Ich würde mich freuen, wenn da noch ein paar Aufrufe kommen und ein paar Antworten. Dann wird es interessanter. Also es gibt 2 Grilleis auf alle Fälle. Und ja, vielleicht noch 2 Tassen. Es kommt noch ein bisschen was dazu. Okay, gut. Hauen wir. Da hinten übrigens meine Arbeit, deswegen sehe ich heute auch nicht ganz so frisch aus. Hau mal den Leberkäse drauf. Und Leute, ich bin zum einen wirklich gespannt, ob mein Leberkäse die wirklich richtig gut ist. Wenn ja, dann kriegt er natürlich am Ende vom Video eine 110%ige Empfehlung. Aber ich denke, der wird richtig geil sein. So, der erste ist drin. Und jetzt gehen wir rein. Jetzt haben wir ja 90 Minuten Zeit. Und da schauen wir uns die Internetseite mal an. Attacke! Tja, auch hier ist der Leberkäse schon im Backofen. Und hier kriegen wir einen leckeren, einfachen Kartoffelsalat dazu. So, Freunde, ich habe jetzt genau die Kamera vor der Nase. Ich weiß leider nicht, wie ich sowas direkt aufnehmen kann. Aber egal, ich hoffe, ihr könnt das alles genauso sehen. Und ja, mein Finger sieht man auch wunderbar. Dann passt es. Also, einmal myleberkäse.de. Leberkäse nach deinem Geschmack zum Selberbacken. Regionales aus Niederbayern. Hier unten sehen wir schon die ganzen Zutaten, wie sie durchlaufen. Die kann man sich dann natürlich extra auswählen. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an zur Online-Bestellung. Klar, ich muss gleich dazu sagen, so ein Online-Leberkäse hat natürlich seinen Preis. Schatz, 12,46 Euro oder so für ein Kilo Leberkäse, ist das viel oder geht's? Das kommt immer auf den Geschmack an. Wenn einer sagt, der schmeckt lecker, der ist mir das Geld wert, ja, dann sind auch 15 Euro dafür gerechtfertigt. Na also. Und wenn einer sagt, oh, das war jetzt nicht so meins, dann sind natürlich auch schon 5 Euro zu viel. Okay. Also wir stellen jetzt einmal den Leberkäse nach, so wie ich den bekommen habe. Und das funktioniert so. So habe ich das mitgekriegt. Erste Zutat wählen. Dann kann man hier zum Beispiel, was haben wir denn hier drin? Hinterschinken gewürfelt. Wo haben wir den? Hinterschinken gewürfelt. Dann kann man den dazu tun. Dann haben wir hier in als zweite Zutat Zwiebellauch, würzig, aromatisch. Zutat 2 wählen. Also ihr seht, es gibt einen Haufen Zeug, was man sich damit reinmischen lassen kann. 3 Zutaten sind es immer. Dritte Zutat sind Emmentaler Würfel. A, B, C, D, E, C, hier. So. Und dann kommt der Leberkäse auf 16,03 €. Ja, und dann kann man den in Einkaufskorb tun. Da muss man halt noch bezahlen. Versandkosten kann ich euch jetzt gar nicht sagen, was dazu kommt. Das muss man zusätzliche Informationen, circa 1 Kilo. Ohne Leberkäse macht das Leben keinen Spaß. Ja, richtig so. Also, das wäre jetzt
die eine Möglichkeit, Leberkäse. Und was haben sie denn? Fertig gemischt und gebacken gibt es hier natürlich auch noch. Leberkäse rot, Rindsleberkäse, Kalbsleberkäse, Chili-Leberkäse, Kaskas, Stuttgarter Leberkäse, der hört sich auch gut an. Zwiebelleberkäse, da habe ich ja auch noch einen, das kommt dann in einem weiteren Video. Und hier diese bayerischen Schnitzel. Die schauen wir uns jetzt mal genau an. Bayerisches Schnitzel, fertig paniertes bayerisches Schnitzel, gefüllt mit roter Leberkäse, Sahne-Meerrettich, Hinterschinken und Gouda. Kurz in der Pfanne mit Butterschmalz anbraten, fertig. Tja, ich denke, es gibt es dann am Montag. Gehe ich mal davon aus. Da wird man nämlich die probieren. Und es gibt dann natürlich für euch ein extra kleines Video. So. Was haben sie denn noch Feines? Weißwurstleberkäse. Boah, sehr geil. Also den werde ich mir wahrscheinlich mit Sicherheit einmal noch ordern. An Weißwurstleberkäse. Den schön mit süßen Senf auf einer Semmel. Oder wie andere sagen würden, auf dem Brötchen oder auf dem Wecken. Bei mir ist es eine Semmel. Oh, herrlich. Einfach nur herrlich. Ja, oder dann hier eben selber mischen. Also ich finde diese Idee von myleberkäse.de einmal richtig, richtig geil. Man kann jetzt in diversen Shops Fleisch bestellen, man kann Würste bestellen, man kann Thüringer Bratwürste bestellen. Ja, und jetzt kann man endlich auch gescheiden bayerischen Leberkäse bestellen. Gut, dann tät ich mal sagen, Leute, gehen wir wieder raus und ja, warten wir, bis der Leberkäse soweit fertig ist. Kurzes Update hier draußen. Mir ist der Grill auf 150 Grad hochgegangen. Ich habe außen jetzt die Brenner ganz runter geregelt. Ist ein bisschen abgesunken. Gut, jetzt haben wir hier im Gasgrill halt etwas mehr Temperatur, als wir wollten. Aber er sieht schon gut aus. Deckel zu, weiter grillen. Wir haben jetzt noch auf der Uhr ja so 5-6 Minuten. Der sieht gut aus. Der sieht richtig gut aus. Ich würde definitiv sagen, der ist fertig. Ja, Leute, dann können wir schon mal den Grill abschalten. Und drinnen ist der Leberkäse eigentlich auch soweit. Ja, holen wir es gleich runter und tun wir dann anschneiden und mal die zwei Leberkäse vergleichen. Tja, Freunde, ich würde mal sagen, die Leberkäse nehmen sich allein schon rein optisch nichts voneinander. Der war auf dem Grill und der war im Backofen. Und jetzt warten wir noch auf die Leberkäse-Anschneiderin. Und ja, danach können wir endlich probieren. Schatzi, der Leberkäse wird kalt. Ja, hetz mich nicht. Sind es zwei gleiche? Nein, sind zwei verschiedene. Welcher ist wo gemacht worden? Und das war Grill, der da drüben war Backofen. Okay. Hat man mal umdrehen müssen. Ja, komm lang noch. Ich? Tja. Jo, der sieht doch gut aus. Und Leute, ich habe unseren firmeneigenen Leberkäse-Tester heute eingeladen zum Essen. Den Ernie, Arbeitskollege von mir, der wird uns dann auch noch aus dem Hintergrund ja, sagen, wie der Leberkäse geschmeckt hat. Einmal. Ja, also der sieht schon mal sehr gut aus. What is this? Ja,
Ah, das sieht irgendwie nach Paprika oder sowas aus. Ich habe jetzt den Zettel drin, was da alles drin ist. Aber es sieht gut aus. Tja, Leute, in der nächsten Einstellung am Tisch beim Essen beim Probiererle. So, Freunde, da habe ich jetzt die zwei verschiedenen Leberkäse mit Kartoffelsalat und Gurkensalat. Und ich werde jetzt der Vorkoster hier sein von allen. Und nachher hören wir noch, was die anderen zu sagen haben. So. Da ist die Quitte drin. Sehr geil. Aber jetzt zum letzten Mal. Ernie, in Zukunft wirst du bei jedem Mal in der Brotzeit, wenn du vom Brotzeitauto an Leberkäse isst, an meinem denken. Mal was ganz anderes an Leberkäse. Ey, Leute. Mhm. 150%ige Empfehlung bei myleberkäse.de zu bestellen. Mhm. Der ist ja mal richtig geil. Anton, ihr habt da was richtig Geiles auf die Beine gestellt. Sehr gut. Sehr gut. Muss man schon sagen. Wahnsinnig geil. Richtig, richtig gut. Hallo Patricia. So, okay Leute, wir essen jetzt und nachher kommt dann Fazit. So Leute, dann kommen wir noch zum Fazit. Ernie nachher schön laut reden. Patricia auch. Sieht man hier noch ein bisschen Tattoo? Ja, da sieht man glaube ich sogar noch ein bisschen was von ihr. Ja, Freunde, also. Ich habe gesagt, ich gebe mein ehrliches Fazit ab. Der erste Leberkäse mit dem Hinterschinken gewürfelt, Zwiebellauch und den Emmentaler Würfeln, der war so richtig, richtig, richtig lecker. Also hammergeil. Hut ab, Respekt, saumäßig gut. Der zweite Leberkäse mit den Tomatenflocken, Mozzarella gerieben und den Oregano. Er war lecker, er war wirklich sehr lecker, aber es war ein bisschen heftig von den Tomatenflocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss man wirklich mögen. Und den Oregano. Und Schatzi sagt auch ein bisschen vom Oregano. Ein bisschen weniger. Wer merkt? Ein bisschen weniger ist mehr. Das ist meine ehrlich persönliche Meinung. Weil so konnte ich bloß zwei Scheiben essen. Danach hat es mir gereicht von dem. Aber es ist von Haus aus bloß noch so ein Stückchen übrig. Trotz allem richtig, richtig, richtig geil. Und Leute, das war erst Teil 1 vom Leberkäse online bestellen. Ich habe ja noch den Rest auch noch zu verkosten. Da gibt es dann noch extra Videos. Dann Schatzi, deine Meinung dazu. Schön laut, weil heute haben wir ja da drüben noch Baustelle, die schaffen alle noch. Also der mit Schinken und Käse, der hat 100% meinen Geschmack getroffen. Also der schmeckt richtig genial. Okay. Der mit Tomate, Oregano, einen Touch zu viel Oregano, weil der übertüncht eigentlich alles. Schade drum. Aber okay. Okay. Es gibt mit Sicherheit welche, die wollen das so richtig. Ja, ja. War sehr gut. Ernie? Sehr gut. Ich muss mich anschließen derer Meinung. Der mit den Käsewürfeln hervorragend, geschmacklich sehr gut getroffen. Der mit den Tomaten und so weiter. Wie gesagt, der Oregano, der ist ein bisschen zu viel gewesen. Dominant. Weil man schmeckt nichts mehr vom Leberkäse. Ja, also war etwas dominant, so können wir es sagen. Ja. Patricia? Also mein Favorit war auch der mit dem Käsewürfel. Und ja gut, ich bin kein so ein Tomatenfan. Ja, das wissen wir ja. So wie ich aber kein Fisch mag. Aber was anderes, auch sehr lecker. Ja, definitiv. Also Leute, ich habe euch ja die Internetseite gezeigt. Und es ist mega, dass man seinen eigenen Leberkäse zusammenstellen kann. Also die Idee ist mal richtig Bombe.
Also ich kann es bloß weiterempfehlen, sich da mal was zu bestellen. Und wie es ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt hat, hab besonders genial für unsere norddeutschen Freunde, weil bei denen, wo kriegen die ihren Leberkäse her? Ja, das stimmt. Ja. Schwierig. Also ich bin ja jetzt echt gespannt, ob Rückmeldungen kommen, dass sich jemand was bestellt hat und wie es euch dann geschmeckt hat. Im Leberkäse Online Teil 2 werden wir dann bestimmt mit Sicherheit den Zwiebelleberkäse probieren. Ob ich den jetzt dann anbrate in der Pfanne oder so, das weiß ich noch nicht. Aber jetzt hat jetzt keinen Unterschied gemacht, ob Grill oder Elektroherd. Nein, Grill oder Elektroherd hat keinen Unterschied gemacht. Merkt man absolut gar nichts. Achso, da war einer auf dem Grill. Einer war auf dem Grill und einer war auf dem Elektroherd. Okay. Also den Unterschied merkt man absolut gar nicht. Boah, jetzt hat sie mich wieder rausgebracht. Schönes Wochenende. Tschüss. Okay, Leute. Das war's und denkt an die Verlosung. Wir sehen uns spätestens Sonntagabend 19.30 Uhr. Ciao, Ikowski. Daumen nach oben, würde mich freuen. Und ja, Sonntagabend und Teil 2 vom Online-Leberkäse. Ciao.